Saudi-Arabien übernimmt ab April den Vorsitz in der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen, dem wichtigsten UNO-Gremium zum Thema Gleichberechtigung. Experten und Menschenrechtsorganisationen sind entsetzt. Saudi-Arabien hat ja nun eine vernichtende Bilanz, wenn es um den Schutz und die Förderung von Frauenrechten geht. Das kritisiert zum Beispiel Amnesty International. Im Königreich Saudi-Arabien müssen Ehefrauen heute unter anderem noch ihrem Ehemann gehorchen. So will es das Gesetz. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.